Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist: Krieg ist scheiße. Es geht aber heute auch um Krieg. Um Krieg oder Frieden. Krieg und Frieden. Ich mache etwas, was ich sonst noch nie gemacht habe oder selten, was ich selten mache. Ich arbeite ohne konkretes Beispiel. Ich bringe mehrere Beispiele. Ich arbeite ohne Quellen, sondern ich spreche aus Erfahrung, ich spreche aus dem, was ich erlebt habe, ich spreche aus dem, was ich denke, fühle und von wo ich glaube, dass vielleicht die richtige Herangehensart und Weise wäre, heutzutage einen Krieg zu führen. Ich spreche natürlich auch über den Ukraine-Krieg, aber ich spreche nicht nur ausschließlich über den Ukraine-Krieg. Ich spreche über alle Kriege dieser Erde, wenn ihr so wollt. Bring nachher Beispiele aus dem Irak, bring Beispiele aus dem Ukraine-Krieg. Hurra, die ganz was kostet die Welt. Bevor ich aber mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, ganz weit aus dem Fenster lehne, ist es wichtig, nochmal daran zu erinnern, aus welchem Stall ich gekrochen komme, ja? Bundeswehr 1979 bis 1983, Fallscher Jägerbataillon 253, Schwarzwaldbrigade, 2. Kompanie. Wir hatten damals einen Hauptmann, das war der Hauptmann M, nennen wir ihn Mike, großartiger Offizier. Dann hatten wir in der Kompanie einen Stabsunteroffizier, den nennen wir S, Sierra. Und dieser Sierra, der war damit beauftragt, einen Jagdkampfzug aus dem Boden zu stampfen. Also Fallschirmjäger und Jagdkampfzug, das passt herrlich zusammen, aber damals im Bataillon 253 hat man keinen Jagdkampfzug. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben, ich sage wir, weil ich daran beteiligt war, ich war Obergefreiter, ich war Hilfsausbilder bei diesem Jagdkampfzug und auch Kommandosoldat von diesem Jagdkampfzug. Wir haben von der ganzen Kompanie 4 Züge, die besten Fallschirmjäger genommen, die besten Teammates und haben daraus den Jagdkampfzug gemacht, ja, auf die Beine gestellt. Wir waren, als der Jagdkampfzug fertig war, ungefähr 30, 35 Mann. Hierarchie ganz normal oder Aufstellung ganz normal. Du hattest einen Zugführer, das war der Stabsunteroffizier Sierra. Dann hatten wir 3 Gruppen, 1, 2, 3, jeweils ein Sergeant oder Unteroffizier als Anführer. Wir hatten natürlich auch einen Stellvertreter, der war verantwortlich für den Zugtrupp. Und das war es dann auch schon gewesen. Ja? Wir haben ewig lange draußen geübt. Jagdkampf, asymmetrische Kriegführung, Guerillakampf, Infiltration, Zuschlagen, wieder abhauen, ja. Das war unser Ding. Eine große Portion Survival dabei, ja. Jeder Mann im Jagdkampfzug war exzellent ausgebildet, ja. Und das war auch ein ganz interessantes Thema. Asymmetrische Kriegsführung. Wir haben damals, und das bereue ich teilweise, teilweise auch nicht, kann man sehen, wie man will, damals bei der Bundeswehr keine Einsätze gehabt. Die Bundeswehr hatte zu der Zeit keine scharfen Einsätze, weder im Ausland noch im Inland noch anderswo. Ja? Das waren eben andere Zeiten, 79, ich erinnere daran. Und später, als ich dann zur Fremdenlegion kam, war ich zunächst mal von 1985 bis 87 in der 3. Kompanie des 3. RÖI. Wir nannten das Regiment 3. Reich, weil viele Deutsche dort waren, ja. Waren auch einige Fallschirmjäger dort. Und wir haben dort auch in kleinen Gruppen den Guerillakampf trainiert und geübt. Unter anderem auch im Austausch mit den Navy Seals. Ja? Wir waren unwahrscheinlich oft im Urwald. Jagdkampf, Guerillakampf, truppweise, gruppenweise, überleben, Infiltration, neutralisieren, abhauen, nächsten Ziel entgegen und so weiter und so fort. Also unwahrscheinlich tief involviert in dem, was ich asymmetrische Kriegsführung, Guerillakampf, Jagdkampf nenne. Ja, und damals bei der Fremdenlegion hatten wir tatsächlich scharfe Einsätze. Vor allem später, als ich dann 1987 zu den Fallschirmjägern der Fremdenlegion kam, wo ich bis 2002 blieb. Ja, ich erinnere mich an die Jahre 88, 89, 95 und 96. Jagdkampf in der Zentralafrikanischen Republik. Ja, wer mehr darüber erfahren will, mal reingehen, meine Bücher lesen, ja. Da steht so einiges darüber geschrieben. Auf jeden Fall waren wir sehr oft jagdkampfmäßig unterwegs. Und in jeder Kompanie des Deuxième Régiment Étranger de Parachutistes, das ist der Fallschirmjäger-Regiment der Fremdenlegion. Wir hatten damals 4 Kampfkompanien. Jede Kompanie war spezialisiert. Aber in jeder Kompanie hattest du mindestens einen Jagdkampfzug, ja. Eigentlich waren alle Züge Jagdkampf, aber du hattest einen
der mehr oder weniger darauf spezialisiert war. Wir zum Beispiel in der ersten Kompanie, mein Zug, wir waren spezialisiert alle im Orts- und Häuserkampf, aber im Speziellen im Nachtkampf. Ja? Und dann hatten wir im Regiment noch die GCP, damals waren es die KRAB, Kommando de Recherche Action dans la Profondeur. Heute ist es GCP, Groupement Commando Parachutiste. Das sind zwei Teams, jeweils 10 Mann. Und das waren Jagdkampfzügler par excellence. Das waren Guerillas, das waren unsere Antiterrorasse. Ja? Und die waren auf diese Art Jagdkampf unwahrscheinlich geil trainiert. Ja? Viel mehr als wir, denn das war deren täglich Brot. Gut, jetzt kommen wir mal zurück darauf, wo ich eigentlich hin wollte. Ja? Ukraine, Russland, was da schiefgelaufen ist, wie man es hätte besser machen können. Ja? Aber ich möchte mich da nicht generalisieren auf Ukraine, auf Russland, auf Afghanistan, auf Irak, sonst was, sondern ich spreche jetzt zunächst mal allgemein. Ja? Irak. Die USA marschieren ein in den Irak. Ich glaube, die haben dann zum Schluss Bagdad genommen. Ja, da war eine Allianz dabei, die Koalition der Willigen. Deutschland glaube ich nicht dabei, weil der Schröder gesagt hat, nee, da machen wir nicht mit. Ich glaube, das war so. Ihr könnt mich gerne belehren. Und dann sind die Amerikaner rein. Zunächst mal riesiger Luftangriff, ja, an die ganze Armada von Bombern drüber über das Land. Alles platt gemacht und dann kamen die Bodentruppen. Ja. Und dem entgegen standen eigentlich nur die republikanischen Garden, die schwarzen Männer von Saddam Hussein. Ja. Aber die Amerikaner und die Koalition der Willigen, ja, die haben alles platt gemacht. Warum? Weil sich eben die Mannen von Saddam Hussein, dem man ja nachsagte, ja, der hat Links zu Al-Qaida und der hat Massenvernichtungswaffen, was alles eine große Lüge war, der hat sich den Amerikanern in den Weg gestellt mit großen Mitteln, mit seinen Brigaden, mit seinen Bataillonen, mit der Garde Républicaine. Im Großen gegen das Große gestellt. Und das konnte nur schiefgehen. Ich persönlich, ich habe damals oft gedacht, hätte dieser Saddam Hussein, kluge Militärberater, hätte er dann das umgesetzt, was ich ihm zumeist oder zumindest geraten hätte, dann hätten die Amerikaner das Land binnen weniger Wochen fluchtartig und mit heruntergelassenen Hosen verlassen. Ich hätte ihm nämlich geraten zur asymmetrischen Kriegsführung. Jagdkampf, Guerillakampf, um das Gros in eine Furcht, in Panik und Schrecken zu versetzen. Das heißt, ich hätte ihm dazu geraten, stelle Guerillatruppen auf, Jagdkampftruppen oder Trupps, jeweils 3 bis 4 Mann, nicht mehr. Tausende von diesen 3 oder 4 Mann. Positioniere sie dort an den Schlüsselpunkten. Flughäfen, Zufahrtswegen, Autobahnen. Dort, wo die Panzer vorbei müssen. Wo die Truppentransporter vorbei müssen. Wo die Kampfpanzer vorbei müssen. Wo die großen Infanterie-Infiltrationswege der Amerikaner und der Koalition sind. Ja? 1000 kleine Trupps. 4 Mann. Wasser, Nahrung, Panzerfäuste, Explosivstoffe, MGs. Löcher graben. Überall verteilt, auf einer riesengroßen Fläche, an diesen Punkten, die ich gerade genannt habe. Runter, unter die Erde, tarnen, täuschen. Und jedes Mal, wenn Truppen vorbeikommen, wenn Panzer vorbeikommen, wenn Panzerspähwagen vorbeikommen, wenn ein Minenräumer vorbeikommt, raus aus dem Shelter, RPG-7, Bumm, oder EID, alles zerfetzen. Ja? Ratatouille mit dem MG und dann Hände hoch, wir geben uns. Und wenn das an 4, 5, 6, 700 Orten gleichzeitig passiert, aus die Maus, Ende Gelände, finile Komödie, dann hauen die Amerikaner und die Soldaten der Koalition, der Willigen, die hauen einfach ab. Wir hatten damals, ich kann mich erinnern, als die Truppen in Bagdad einmarschiert sind, die Koalition und die Amis, da gab es, so haben übrigens auch, hat übrigens auch der Viet Minh gearbeitet, auf ähnliche Art und Weise, Guerillakampf, ja. Der Viet Minh gegen die französischen Besatzer, würde ich sagen. Und später auch der Viet Cong, also Charlie, gegen die GIs, ja. Da haben die Amerikaner auf die Mütze gekriegt in Vietnam. Und die Franzosen genauso, ja. Fremdenlegion war auch dabei. Die haben einen Guerillakampf gemacht und haben diese großen Verbände der Franzosen und Amerikaner geschlagen, ja. Aber wo wollte ich hin? Wir hatten damals, oder es war damals, es gab Sandstürme. Wie die Amerikaner rein sind, nach Bagdad gab es Sandstürme. Und jetzt stell dir vor,
Du hast überall auf einem riesigen Gebiet an Zufahrtsstraßen, Bahnhöfen, Ortseinfahrten, Autobahnen, Zufahrtsstraßen, Wegen, alles was du willst. Du hast diese kleinen Guerillatrupps, undercover, unter der Erde, die rausspringen wie die Teufel, ihre RPGs abschießen, einen Panzer knacken, vielleicht noch 3, 4, 5 Mann mitgehen lassen, sich dann ergeben. Sich ergeben. Das heißt, du hättest überall auf dieser Fläche, ja, auf diesem Areal, ja, weitläufig um Bagdad herum, hättest du plötzlich 1000 Gefangene. Die musst du managen. Die musst du managen. Das heißt, du hast als Eindringling, da hast du an einem Tag 50, 60, 70 Panzer kaputt, 70 Leute on the ground, fertig mit Boots on the ground, finila. Und dann hast du noch 5, 6, 7.000 Gefangene, um die du dich kümmern musst, aus dem Haus in das Gelände. Nach 3 Wochen wäre der Krieg vorbei, ja, und Bagdad hätte den Sieg errungen, stünde ganz oben auf dem Treppchen. Aber zum Sandsturm wollte ich noch kommen. Es gab ja damals, man hat ja beschuldigt den Saddam, dass er Massenvernichtungswaffen hat. War ja, wie gesagt, Pustekuchen gab's nicht. Aber stellt euch vor, diese Truppen marschieren ein nach Bagdad. Plötzlich kriechen aus den Löchern und springen aus den Löchern diese Teufel raus. Diese Trupps, ja, die feuern ihre Waffen ab, neutralisieren, zerstören einen Panzer, Infanterie, Panzerspähwagen, Truppentransporter. Die ergeben sich und gleichzeitig, bevor sie sich ergeben, bringen sie noch, ich spreche jetzt nicht von Überit, Sarin, Senfgas oder was weiß ich, sondern irgendeine chemische Waffe zum Einsatz, chemischen Kampfstoff. Meinetwegen unwahrscheinlich zähes CS-Gas und so weiter, ja. Das heißt, Sandsturm, CS-Gas, irgendwie, was wirklich bis zum Tod reizt, kaputte Panzer, neutralisierte Infanterie, diese Leute, die sich ergeben, hurra, die ganze aus Kost die Welt, die Eindringlinge wären verschwunden nach 3, 4 Wochen Kriegsführung, denn damit hätten sie nicht gerechnet, ja. Asymmetrische Kriegsführung gegen die großen amerikanischen Verbände und gegen die großen Verbände der Koalition der Willigen. Und genau das haben die Ukrainer falsch gemacht, als sie rein sind nach Russland. Was haben sie gemacht? Die sind rein mit großen Brigaden. Was sind große Brigaden? Oder wo ist der Schwachpunkt von diesen Dingern? Du kannst sie aus der Luft aufklären. Drohnenaufklärung, AWACS-Aufklärung, alles was ihr wollt, ja. Fernglas, Observation aus der Weite. Das sind Dinge, die sind sichtbar, ja. Da fliegt ein Helikopter drüber, ein Flieger, die nehmen Luftaufnahmen, zurück an die Kommandozentrale, Artillerie, Iskander, Marsch zerstören, weil man die Dinger sieht. Aber Leute, wenn du 1000 kleine Trupps hast, Guerillakommandos, Jagdkampfgruppen, Jagdkampftrupps, asymmetrische Kriegsführung, die nachts infiltrieren, sich nur nachts bewegen, sich tags tarnen und täuschen, ja, die gar nicht sichtbar sind. Stell dir vor, du hast ein riesiges Gebiet, 100 auf 100 Kilometer. In diesem Gebiet hast du 4, 5 kleine Trupps. Diese Trupps, die kannst du mit Drohnen niemals, niemals aufklären, weil Drohnen, die brauchen Informationen, wo ungefähr, in welchem Gebiet ist Enemy. Da fliegen die los. Die haben eine gewisse Reichweite, die haben eine gewisse Autonomie, da müssen die wieder zurück. Oder sie müssen runter, sie müssen landen. Ja? Das heißt, eine Drohne braucht Informationen, wo ungefähr ist der Feind, fliegen wir drüber, wir sehen die Hurra, die ganze Zeit kostet die Welt und Angriff, ja. Wir schicken die großen Mittel rüber. Wenn du aber 100 auf 100 Kilometer hast und in dem Area, da sind diese kleinen Trupps drin, die sich nur Nacht bewegen, die infiltrieren, zuschlagen, wieder abhauen, dem nächsten Ziel entgegen oder sich ganz einfach frech ergeben, ja. Dabei haben sie aber einen Panzer zerstört, eine Brücke gesprengt, Headquarters angegriffen, ja, Kommandozentralen und dann sind die wieder weg. Infiltration, coup de poing, ja, Faustschlagtechnik anwenden und wieder abhauen. Im Nix verschwinden und am nächsten Tag oder 2 Tage später oder 4 Wochen später wieder zuschlagen. Oder wie gesagt, sich ergeben, wir sind Gefangene. Leute, wenn du auf diese Art und Weise diesen großen Gegnern begegnest, aus die Maus Ende Gelände. Und das ganz zu Beginn des Krieges, da haben die Ukrainer das gemacht. Da haben sie mit kleinen Guerillagruppen
die Russen in Schach gehalten. Ja? Heute machen sie das nicht mehr. Sie arbeiten starr, mit starren Verteidigungslinien. Ja? Da kann der Gegner kommen, der sieht, der meißelt da rein mit Artillerie, mit Mörser, mit Iskander und aus dem Ausende Gelände. Es werden alle Verteidigungspositionen zerstört, zermürbt. Aber wenn du übergehst in diese asymmetrische Kriegsführung, gepaart mit dieser symmetrischen Kriegsführung, ja, so ich würde sagen, im Verhältnis 50-50, dann wirst du den Feind, egal wie er heißt, ja, zermürben, zerstören. Ja, was haben die Taliban gemacht? Was haben die Taliban, die Mujahedin gemacht mit den Russen in Afghanistan? Genau das. Guerilla, Jagdkampf, alles, was ihr wollt. Diese asymmetrische Kriegsführung. So kannst du den Feind besiegen. Also nochmal. Tausende von kleinen Truppen über eine große Front, Infiltration in Feindesland, verstecken, tarnen, täuschen, observieren, nachts zuschlagen, abhauen, dem nächsten Ziel entgegen. That's it. Und das müssten die Ukrainer machen, damit sie keine Ziele bieten der russischen Aviation, der russischen Flugwaffe und der russischen Artillerie oder den Iskanders. That's the point. Und so musst du das machen. Ja, so musst du das machen. Wenn du gegen große Verbände kämpfst, dann bringt das nichts, starr dagegen zu halten. Du wirst zerstört, du wirst neutralisiert. Oder die beiden Kräfte neutralisieren sich selbst ineinander, miteinander. Wenn du aber diese Guerillatruppen losschickst, oder die ganze große Welt, wir haben das gemacht in der Zentralafrikanischen Republik, ich sag's nochmal, 88, 89, 95, 96, ja, no way, dich zu finden im Gelände, wenn du dich nur nachts bewegst, ja, kleine Trupps, wo du nicht weißt, wo sie sind, wo du nicht weißt, welche Ziele sie haben, wo du nicht aufklären kannst, weder mit Drohnen, noch mit Airbags, noch mit Hubschrauber, gar nicht, überhaupt nicht, ja, und das ist was heute angesagt ist, ja. Man muss weggehen von diesen preußischen Systemen mit Verteidigung und Angriff, eine Linie, sondern man muss hingehen zur Flexibilität, Feuer und Bewegung, Bewegung und Feuer. Ja? Also ist ja ein alter Spruch, keine Bewegung ohne Feuer und kein Feuer ohne Bewegung. Aber davon muss man teilweise weggehen. Man muss hin zum Unsichtbaren, zum Unsicherheitsfaktor, zum Fear-Faktor. Man muss den Besatzern, egal wie er heißt, egal welche Armee, Angst machen, einjagen. Angst einjagen, Partisanenkrieg führen, ja? Partisanenkrieg, das ist das Wort, was mir noch gefehlt hat. That's the point. Und die Ukrainer werden in Kursk keine Erfolge erzielen, weil sie starr arbeiten mit großen Brigaden, sichtbar, aufklärbar, neutralisierbar und zerstörbar. That's the point, ja? Die arbeiten zwar in einem großen Terrain, 1000 Quadratkilometer, so sagt man, aber sie arbeiten mit Panzern, mit Gruppen, mit großen Trupps, mit Brigaden und so weiter und so fort. Anders lässt sich das gar nicht machen. Aber sie sollten übergehen, den Feind, wenn schon, zu zermürben. Also ich bin jetzt nicht pro-russisch, ich bin nicht pro-ukrainisch, ich bin ganz einfach Thomas Gast, der irgendwie aus dem FF spricht, von dem, was ich teilweise gemacht habe, von dem, was ich gesehen habe, von dem, was ich gehört habe. Die Erfolge meiner Jungs da draußen im Gelände, als ich die Legion schon verlassen habe. Also, Nadelstiche setzen, den Feind zermürben, den Feind Angst machen, kleine Trupps, Kommandos, that's it, Aktion Kommando. Das hat auf die lange Sicht Erfolg, aber nicht diese Starre. So, liebe Freunde, ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt von meinen Ansichten, von meinen Berichten ohne Quellen. Meine Quelle ist hier. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutzsicherheit. Und ich wünsche uns Frieden. Ich wünsche uns aber auch eine große Portion Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist wichtig. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist: Krieg ist scheiße. Amitié Légionnaire. Ich melde mich ab. Danke fürs Zuhören. Tschüss und Servus. Bye, bye.